Halbe Stunde noch. Jetzt darf Alexander. Halbe Stunde noch. Jetzt immer am 13. Muss mehr kommen. Das ist ganz klar. Und natürlich hoffen sie auf Tore von Hunter. Vielleicht 8,0. Kann der das Ding noch 5-2 Kämpfe ausführen und das Spiel gewinnen. Eieiei, wir liegen zurück. Miralas wird rausgenommen. Wir kommen für Miralas rein. Uiuiuiui. Und das in einer halben Stunde. Wir liegen 1-0. Jetzt müssen sie aufpassen. James McCarthy jetzt. Deulofeu. Oh! Den Ball hat er nicht voll getroffen. Schade, Barry. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Und er schießt. Und kein Tor. Und sie liegen weiter hinten. Schade. Nicht mehr drin. Das war eine gute Chance. Ich sehe es nochmal. Die Idee war gut, aber da segelt knapp über die Kiste. Kirchhoff. Jan Kirchhoff. Kasri. Können wir auch noch aus dem Bundesliga. Maul. Wir müssen da definitiv Pressing ausführen. McNair. Jawohl. Sehr guter Einsatz. Barry. Wird das eine Torchance? Was macht Barry denn da? Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Jetzt müssen wir kommen. Da gewinnt er den Zweikampf. Schöner weiter Ball. Kommt er an bei Delefieux? Ja, der kommt an. Richtung gegnerisches Tor. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Sicher vom Torwart. Zwei gut gemacht. Den Ball nach außen gespielt. Aber da kommt keiner von uns ran. Das ist echt schade. Oh, langer Ball. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Jetzt Barry. Das könnte die Chance werden. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Da waren wir leider zu langsam. Kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Die Flanke war richtig geil. Jones. Gute Aktion. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Oh, Hunter macht nochmal richtig Druck hier. Ah, da sind wir vorbeigesprungen. Oh, und Foulspiel. Foul von Hunter. Na, Mist. Haben wir ihn doch getroffen. Mit der Führung im Rücken. Also Auswechslung bei Everton, bei Sunderland. Oh, Lennon kommt rein. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles. Was und für auch ein auf Fehlpass dem Feld geht dann, es hoch her. Die letzten Minuten. Spannung pur. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Das sieht so einfach aus, was ja, hier. Ja, schwacher Zweikampf, ich weiß, aber ich würde mal dazwischen springen. Das ist das Ergebnis von hartem Training. Der Ball läuft gut heute. Kriegen Sie den jetzt da raus? Ja, sie bieten sich auch immer wieder gut an. Das macht richtig Spaß. Nun Barry. Alex Hunter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Alexander. Oh, da muss es! Nein! Da springt er vorbei mit dem Kopf. Wird's hier nochmal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Ja. Exzellentes Zweikampfverhalten. Das war jetzt Kirchhoff. Schlecht. Das Spiel endet mit 1-0. Schon zu Ende? Da war das. So, sie konnten die Partie nicht gewinnen. Ja. Diese Niederlage müssen sie erstmal verpacken. Ja, was bringt jetzt? Jetzt aber ohne Mist. Es ging ziemlich schnell vorbei. Das nächste Spiel ja wieder besser machen. Schade. Unsere Leistung haben wir nicht gepackt.
haben nur 3-2, richtig schlecht gespielt. Wow. Aber es ging echt. Es ging wirklich sauschnell vorbei, muss ich ehrlich gestehen. So, was haben wir hier so? 49.500, ja, wir haben wahrscheinlich nicht viel gebracht. Oh, wir sind auf Stärke 64 hochgerutscht. Social Media Star erreichen in der Journey 50.000 Follower, Errungenschaft erhalten. Das war heute richtig schlecht. Sunderland hätte ich mehr erwartet. Stattdessen gibt es ein 1-0. Hunter schwach. Everton und Hunter mit einer Niederlage. Das war wirklich traurig. Training. Schießen. The best teams train harder than the rest, and that's a fact. So guess what we're doing today? Ja. Heute geht's um Schießen. Willst du das jetzt noch sagen oder? Okay, er sagt's nicht. Wir machen Weitschüsse und Kopfbälle und Volleys und kriegen dafür Plus in der Trainerwertung. Sehr schön. Jawohl. Warum haben wir das eben gerade nicht so gemacht? Da hätten wir doch auch schön mit einem Innenriss schießen können. Oh, an die Latte. Wow, schöne Tisch. Ah, der ging daneben. Und er sitzt. Hervorragend. Exzellent haben wir gemacht. Note A. Da geht's plötzlich wieder. Kopfbälle und Volleys. Jetzt machen wir das, was wir vorhin gemacht haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Jawohl, der ist schon mal drin. Und der muss auch drin sein. Jawohl. Er ist auch drin. Auch drin. Kopfball! Und rein damit. Okay. Schön. Abgeblockt. Oh, da hat er auch gut gehalten. Also gut abgewehrt, der Junge. Schönes Ding. Schönes Ding. Ah, da hat er mich leider geblockt. Aber wir haben Note A gekriegt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir uns verbessern. Bei der Trainerbewertung. Weil das Training war doch schon deutlich besser als vorher, wenn ich ehrlich stehen muss. Kopfballpräzision, Volleys, Weitschüsse und Volleys verbessert. Und oben. Oh, einen deutlichen Sprung nach oben. Das war richtig gut für uns. Was kommt jetzt? Wir spielen zu Hause gegen den FC Middlesbrough. Die stehen auf jeden Fall unten im Keller mit drin. Und wir dürfen wieder nicht von Anfang an spielen. Ja, wir müssen erstmal reinspielen. Das ist schon richtig so. So, was sagen die Social Media? Solange Hunter Joker bleibt, bin ich einverstanden auf den Startplatz noch nicht reif. Hat man schon Hunter in der Mannschaft? Cool, mach hin, Mann. Hunter kann sich heute vor heimischer Kulisse zeigen. Und ich freue mich darauf, die Jungs heute zu Hause sehen. Immer klasse in diesem Stadion sein. Los, Everton. Also, wir werden wieder eingewechselt. Diesmal muss eine Bude von uns fallen. Alexander kommt ins Spiel hier, knappe halbe Stunde vor dem Ende. Halbe Stunde noch. Das ist ein klares Ding für Everton. Sie machen das 0. Klasse bis hierhin. Erzielt mindestens zwei Tore. Zeigen, was er drauf hat. Jetzt kann er sich vorne beweisen. Und das Spiel gewinnen. Wir kommen wieder für Kevin Mewalas. Ja, Everton für 3-0. Alter Schwede.
Clayton. Ein guter Doppelpass. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Jetzt vielleicht. Oh. Okay, schlechtes Timing. Ja. Das war ein Foulspiel. Jetzt wird gepfiffen. Und da gibt der Freistoß. Bestimmt doch gelb für Barry, oder? Nein, da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da gibt's kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Einwechslung. Dillefeu geht jetzt raus. Den Wechsel geben. Und rein kommt bestimmt wieder Erwin Lennon. Ja. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hätte ich den eventuell annehmen hätten können. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Vielleicht unsere Riesenchance. Walker in der Mitte. Walker in der Mitte. Aber in der Mitte kommt einer. Und da muss. Da muss er. Und nun ein Schuss. Tor. Walker, da ist das Tor. Sau stark. Ein ganz starker Auftritt. Hinten auf Barry gespielt. Der sieht Walker und der legt das Ding in die Masche. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ah, da sind wir den oben wirklich wunderbar weggerannt. Aber jetzt hat Walker ein Tor gemacht und wir sollen die Tore machen. Das ist natürlich so. Naja, ich will nicht sagen, so bitter, das ist eigentlich Quatsch. Eine ganz einseitige Partie. Es tut mir leid, sorry. Ernsthaft, eine gelbe Karte. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, für so einen Quark? Die gelbe kann man geben. Naja, aber nicht in England. In Deutschland, okay, sehe ich vielleicht ein. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Oh. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Gut, okay, Torwart klärt hinten raus. Togayo. Wir müssen vorne eindeutig mehr. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Stress machen. Oh, schöner Pass auf Barry. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kommt er raus und hält den Ball. Schlechte Flanke, wenn ich ehrlich bin, von Barry. Jetzt McCarthy. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die nicht durch. Mann, verdammt! Das war eigentlich ziemlich gut rausgespielt. Und dann kam der Pass leider nicht gut genug von Walker. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine... Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Kaffee kriegt jetzt auch noch gelb. Der Schiri ist jetzt mal ein bisschen großzügig mit den Karten, hä? Angemessen in dieser Szene, Wolf. Junge, Junge. 79. Minute. Noch haben wir Zeit. Erklärt hier Berghoff. Gut gelöst. Ach, sie müssen wir springen wieder sinnlos vorbei. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Macht er ihn. Und nee, den Ball hält der Torhüter fest. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Jawohl, Kopfball gewonnen. Aua, aua, die Gäste werden wechseln. Der kommt nicht an bei Lennon. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Schubst er mich an dem Gegner vorbei. Schön abgefangen. Da war ich noch mit der Fußspitze dran. Das könnte die Chance werden. Er versucht's. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Komm vorne ran. Oh. Baragan. Haben sie aber echt Schwein gehabt jetzt beim Middlebow. Fischer. Gareth Bale ist Spieler des Tages gewählt worden gerade. Der Gareth Bale, sag ich schon. Barry, sorry. Der da Bale spielt woanders. Immerhin noch mal ein okay, Wilsburg macht nochmal ein Tor. Am Resultat nicht viel ändert. Aber auch gut gemacht, schön unten ins lange Eck gespielt. Ja, besser als gar nichts kann man sagen. Am Spielausgang ändert dieser Treffer aber natürlich nichts mehr.
4-1 jetzt also. Und aus das Spiel. So, es bleibt hier in dieser Partie beim 4-1. Das war der Schlusspfiff. Wir haben so eine kleine Krise. Irgendwie. Ich meine, Everton gewinnt locker 4-1, aber wir kriegen es nicht gebacken, endlich mal eine Bude zu machen. Aber wir haben unserem Kumpel dazu geholfen, ein Tor zu machen. Ach, 6,8. Hey, hey, hey. Wenn du nochmal so leichtsinnig hingehst, könnte das ein Platzverweis sein und es könnte das Spiel entscheidend beeinflussen. Ey, komm, übertreibe mal nicht. Jetzt mal gesehen, für was es da gelb gab. Das war ein Witz. Noch ein absoluter Witz. So, Spielbelohnung. Wir bleiben. Soweit sind wir gar nicht gefallen. Hier passiert nichts. Weiter geht's. Wir müssen uns halt noch mehr reinhängen im Training. So. So sieht das aus, Everton. 4-1, super Ergebnis und Hunter wurde Durchgang 2 eingewechselt. Hunter sieht die gelbe Karte. Er ist das Einzige, was Insider hier schreibt. Sehr interessant. Everton zeigt mit schönem Sieg, was die Mannschaft kann. Schöner Sieg heute. Sauber, Jungs. So geht Fußball. Alexander kann sich heute vor heimischer Kulisse. Achso, das hat man. Das ist, gut. Weiter geht's. Trainingstag. Passend wieder. Wir trainieren. Passt. Practice makes perfect, lads, and perfection is what we're at. This club plays as a unit, and the core of strong team play is great. Flügelwechsel. So, jetzt erstmal, passe den Ball auf deinen Mitspieler, indem du ihn über den Verteidiger hebst. Na, da bin ich mal gespannt. Achso, wieder zurück. Was war das? Der ist außerhalb. Der kommt an. Der kommt auch an. Der kommt auch an. Der wird ein bisschen enger, aber er kommt nochmal an. Okay, das war wohl nicht so gut, was wir da gemacht haben. Nur Note D. Vollziehe per Heber einen Seitenwechsel auf einen Mitspieler. Schließe die Übung ab, indem du den Ball auf den Mitspieler flankst. Ach, jetzt müssen wir mal her, gell? Ja, so ist das doch. Oh, das war ein bisschen weit. Was ist denn jetzt? Hallo? Was ma... Was macht er denn da? Warum kommt der so nur so kurz? Hey, wir haben Punkte gekriegt. Wow. Head up, son, head up. Verstehe ich nicht. Geh doch mal hin. Was ist denn? Was war denn das jetzt? Das versuchen wir nochmal. Der müsste jetzt aber ankommen. Ach, dafür kriegen wir Punkte. Okay. Der kommt leider nicht ganz so weit. Dann müssen wir echt volle Bulle machen. Warum laufst du? Nimm an. Jawohl. Okay, ich hätte jetzt Angst gehabt, dass wenn ich da zu dolle dran drehe, dass der natürlich irgendwo nach Bagdad geht, aber anscheinend. Warum rennt er denn immer zurück? Ich verstehe das nicht. Guck, er rennt zurück und dadurch kann er den Ball nicht annehmen. Jawohl. Naja, lass mal so stehen. Flügelwechsel, naja. Lass mal einfach mal so stehen. Note D und Note C war jetzt nicht That's so der Brüller. Today, ja, wir haben uns hier ein bisschen Get some rest tonight. Get a rest tonight. Wir werden uns ausruhen. Es geht beim FC Bournemouth zur Sache. Wir sind wieder nur Wechsler. Ah, es ist schon ein bisschen ärgerlich. So, Social, gucken wir mal am
nach. Alex Hunter ist eine andere Welt, oder? Spiel einfach dein Spiel, mon ami. Nutze deine Chance. Warum steht dieser Hunter an der Aufstellung? Ganz einfach, weil er heute netzen wird. Lieber Trainer, bitte lass Hunter diese Woche spielen. Er ist der Beste, danke. Genau, wir haben dann noch Fans. Alexander will sich auswärts gegen Burn beweisen. Und bin unterwegs im Stadion von Burn. Hoffentlich nehmen wir heute Punkte mit. Das hoffe ich auch. Burnmouth ist so...